Nun denn, wollen wir mal dahin gehen und das Ganze jetzt mischen, ne? Nee, hier ist nicht der Misch. Nee, das ist ja gar nicht der Mischort hier. Oh Gott. Ist aber auch kompliziert. War das hier? Nein, war es nicht. Es war schon da, wo wir waren. So. Jetzt müssen wir hier noch den Alkohol dazu packen. Und das Vanadium. Achso, nee, das hier ist. Genau. Dann machen wir das Ganze ein bisschen heiß. Nehmen das Ganze jetzt mit. Lass uns brennen. Rest ist ja noch da. Und jetzt haben wir eine Säure. Mit der Säure. Okay, können wir nichts tun? Was machen wir denn jetzt mit der Säure? Wo können wir denn was wegätzen? Oder müssen sogar was wegätzen? Ja, die Tür weggeätzt. Geht nicht. Ja, um Metall aufzulösen. Das war eigentlich das erklärte Ziel. Die Frage ist nur, welches Metall? Wo haben wir denn noch was, was aufgelöst werden muss? Zum Beispiel ein Schloss. Sauber. Oh Gott, guck mal, es gibt hier schon wieder zwei Wege. Und hier gibt es einen Lüftungsraum. Ich gehe mal erstmal in den Lüftungsraum. Oh, das ist ein Code. Verschlossen. Ich muss über das Tastenfeld einen Code eingeben. Gut, ich gehe noch nicht da unten. Ich gehe mal hier oben lang. Ah. Oh. Hab eine Taschenlampe gefunden, aber sie hat keine Batterien. Das ist immer dasselbe. Genau. Das war genau das. Guck mal hier, wir haben jetzt die Controller-Sticks. Konami-Code vielleicht. Aber hier gibt es kein A und B. Da brauchen wir noch mehr Informationen. Einige Patientenakten und medizinische Berichte. Okay, Datenschutz reicht jetzt nur. So. Ich glaube, das ist wichtig. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Vor allem guck mal die Richtung. Naja, lass uns überraschen. Hi. Okay. Da brauchen wir auch eine Art Code. Oh. Ich habe ein Dia gefunden. Name des Patienten Alan Fletcher, Leitender Chemiker. Die Person betrat das Eindämmungsfeld, ignorierte zahlreiche Befehle, zurückzutreten, kam dem Artefakt gefährlich nahe. Kurz darauf stieg die Leistungsstufe der Anomalie drastisch an und verursachte massive Zerstörung in der Umgebung. Ein Zeuge beschrieb, dass die Person zu diesem Zeitpunkt ein Objekt bei sich trug. Was das Objekt war, bleibt unbekannt. Zuerst glichen die Verletzungen schweren Strahlenschäden, obwohl die Anomalie keine messbaren Mengen an bekannter Strahlung aussendet. Kurz darauf begannen sich an verschiedenen Stellen auf der Haut der Person kleine schwarze Flecken
Flecken zu materialisieren, die schnell an Größe zunahmen. Die Ursache der Flecken ist nicht bekannt, aber sie erscheinen pechschwarz, fast so, als ob sie alles Licht absorbieren. Eine Notoperation wurde angeordnet, um die Flecken chirurgisch zu entfernen. Was auch immer hier passiert ist, es kann nichts Gutes gewesen sein. Okay. Fiebel. Ich meine, Lythander ist zwar anwesend, die könnte das bestimmt ja aus dem FF, ne? Aber ich mache mal Fotos sicherheitshalber. Die Akten, die da liegen, ne? Das ist überhaupt nichts. Okay, das wird ein Schuh. Das wird keiner. Das auch nicht. Das würde einer werden. Okay. Nee. Hä? Das... eigentlich das hier. Ich weiß ja nicht, nach welchem Muster das Ding hier arbeitet. Nee. Auch nicht. Das würde schon so passen, ne? Das unten passt nicht, sagst du? Das würde auch passen. Liegt da ein bisschen anders aus. Okay. Das kann ich logischerweise nicht drehen, richtig. Das hier funktioniert gerade auch nicht. Egal, was ich jetzt hier einstelle. Nee. Der hier ist immer falsch. Ja. Aber jetzt kann ich keins von den Zwischendingern hier setzen. Hier ist nichts. Ich glaube, die müssen alle verbunden sein, die hier außen eine Verbindung haben, oder? Oder muss nur einer eine Verbindung haben? Ich habe keine Ahnung. Das wäre eine mögliche Konstellation. Das wäre eine mögliche Konstellation. Der geht auch. Mal der. Der nicht. Der ginge auch. Nein. Doch. Der ginge auch. Ich glaube, der hier ist so ein Koppler. Wenn wir den nehmen, nein, den hier. Gucken wir mal. Ja, ja, geht nicht anders. Müssen wir austesten.
Der geht nicht. Nein. 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 Okay, nächster. Das wäre eine Möglichkeit. Der würde hier gehen. Aber hier nicht. Aber so. Ah, nee, ich muss ja morgen früh kurz noch mal raus. Also so schlimm ist es nicht. Und so einfach. Was haben wir hier? Eine Sprühflasche mit industrieller Reinigungslösung. Ach, damit können wir den Dia-Projektor und die Scheibe wahrscheinlich reinigen. Hier ist doch ein Dia. Okay. Einige medizinische Vorräte, serienmäßige Ausstattung. 6 und 1. Hier fehlt wahrscheinlich noch irgendwas. Was wir noch da hinklemmen müssen. Zusammen mit dem anderen Bild. So, hier drüben können wir noch hin. Oha. Was war das? Hä? Kann man ein Foto machen? Nee. Blutige Latexhandschuhe und medizinische Verbände. Nie ein gutes Zeichen. Vor allem, huch. Eine Pinzette haben wir jetzt. Wofür brauchen wir eine Pinzette? Schwamm. Damit können wir sauber machen. Pass auf, so. Nein, okay, so nicht. Wasser gibt's nicht. Guck mal, hier ist es kein Problem, dass so ein gefährlicher Kanister rumsteht. Ich habe noch nie so ein schmutziges Fenster gesehen. Ah, das ist das. Schwamm alleine geht nicht. Jetzt aber. Oh. Guck mal da drüben, der Code. Jetzt muss ich bloß noch wieder den Joystick finden. Ey, super. Glückwunsch. Früher oder später kommt alles ins Lot. Achso, das ist der Raum. Das ist nicht das. Okay, ein Schritt zurück. Irgendwo war doch hier war das. Genau. So, wie war der Code? Links, oben, links, rechts. Links, oben, links, rechts. Rechts, rechts, oben, unten. Rechts, rechts, oben, unten. Was haben wir hier? Nancy, bitte platziere die Röntgenbilder und sortiere sie wie folgt. Radius, Schädel, Fibel, Thorax. Dr. Carson. Okay. Danke für die Info. Dann machen wir das doch mal. Radius, Schädel, Fibel, Thorax. Thorax ist Bauch, ist klar. Radius ist Armknochen. Armknochen, Schädel. Achso, ich muss die, glaube ich, erstmal hier die Bilder. So. Armknochen, Schädel und Thorax ganz zum Schluss, ne? 6, 9, 1, 4, richtig? Genau. Hammer. Dann nehme ich die Infos hier schon mal weg. Die brauchen wir nicht mehr. Wir müssen ein bisschen haushalten hier mit unserem Speicher. So. Die Frage ist 6914. Wir hatten irgendwo noch einen Code, ne? Aber wo?
Eigentlich sind alles Beweise, aber unsere Kamera ist nur so knapp. Aha, guck mal. Ein Belüftungsraum. Ich nehme an, dass die Luft so weit unten nicht lange frisch bleibt. Ja, deswegen brauchen wir den ja. Die Lüftungsanlage lässt muffige Luft in den Raum. Da steckt etwas im Lüftungsschacht fest. So wie es aussieht, hat jemand erfolglos versucht, das rauszuholen. Wir nehmen die Pinzette und nehmen ein Dia mit. Ja. Du hast den Film vergessen. So, mehr ist nicht. Wir waren hier nur da für ein Dia. So, dann gehen wir mal jetzt zum Beamer. Der war hier, ne? Jawohl. So, jetzt wissen wir nämlich, was oben und unten gemacht werden muss. So, blau, grün, rot, rot, gelb, rot. Blau, grün, rot, rot, gelb, rot. Und die andere Seite ist blau, grün, blau, gelb, grün, rot. So. Nee, so. Blau, grün. Ja. Ja. Dieses Muster muss da etwas bedeuten. Warum sollte es sonst da sein? Weil wir noch die Dias reinpacken müssen. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Okay. So. Wollen wir mal. Links. So, jetzt ist die Frage wieder, was muss an und was nicht. Ja, das könnte passen. Okay. Ganz außen das. Sauber. Jetzt sind wir in dem Raum. Oh, Mülleimer ist nix. Da ist ein Schlüssel. Warte mal, da ist ein Schlüssel. Erstmal den Schlüssel nehmen. Den Rutschneu Fonar. Da ist, glaube ich, ein bisschen was daneben gegangen. Die Taschenlampe ist die Rutschneu Fonar. Das wusste ich gar nicht. Ist das echt so der Fall? Warte mal. Rutschneu Fonar. Das übersetzt er natürlich nicht so, wenn ich es normal setze. Rutschneu Fonar. Warum auch immer. Nicht so schlimm. Das haben wir geklärt. Die Papiere dokumentieren verschiedene medizinische Verfahren, die hier stattgefunden haben. Es gab, glaube ich, noch 10 Zoll, gab es auch noch. Dreieinhalb Zoll Diskette waren die Kameras. Das waren die harten Plastik. 5/4 Zoll, glaube ich, weniger bei einer Kamera, weil das war einfach zu lapprig. 5/4 ist zu lapprig gewesen. Bei den Kameras, ich hatte selber noch eine Kamera in einer alten Firma aus Altbeständen und da steckte eine 3,5 Zoll Diskette, ganz normale Floppy Disk drin. Konnte aber eine 2,88 Megabyte Diskette schon sein. So.
Ich habe die erste Aufgabe, die mir gestellt wurde, erfüllt. Wie angewiesen nahm ich die Probe aus dem verlassenen Minen und brachte sie in die Nähe des Artefakts. Obwohl das kleinere Fragment schon vor langer Zeit abgebrochen war, verband es sich wieder mit dem größeren Stück und fügte sich wieder zusammen, als ob die beiden Stücke nie getrennt gewesen wären. Was dann geschah, kann ich nur spekulieren, da ich kurz darauf ohnmächtig wurde. Die Leistungsstufe des Artefakts muss in die Höhe geschossen sein, was eine Massenverwüstung der umgebenden Struktur und ihres Personals verursacht hat. Um mich vor meinen körperlichen Verletzungen zu bewahren, wurde ein chirurgischer Notfalleingriff angeordnet, der jedoch nach einer sofortigen Evakuierung der gesamten Einrichtung schnell abgesagt wurde. Egal, mein körperlicher Zustand ist angesichts der letzten Aufgabe, die mir gestellt wurde, nicht von Bedeutung. Ich habe mich in diesem Raum eingeschlossen und die Geräusche des Aufruhrs draußen haben schon vor einiger Zeit aufgehört. Ob es ihnen gelungen ist zu entkommen, weiß ich nicht. Das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich sehe das rotäugige Wesen jetzt nicht nur, wenn ich die Augen schließe, sondern auch in der realen Welt. Ob es nur in einer Spiegelung anwesend ist oder direkt neben mir steht, es ist jetzt immer da und flüstert mir zu. Ich fühle mich geehrt, derjenige zu sein, der auserwählt wurde, seine letzten Bitten zu erfüllen. Ach ja. Kann man, wenn wir das jetzt hier fotografieren? Ne, leider nicht. So, mit O. Materien, sehr schön. Mit der Rutschneu. Wie heißt sie jetzt? Mal gucken. Huch, da wollte ich nicht. Heißt immer noch Rutschneufonar. Da ist ein kleiner Übersetzungsfehler. Falsche Spalte. Leer, was immer da drin war, ist längst weg. So, wir haben eine Taschenlampe für die dunklen Bereiche. Juhu, juhu, juhu. War hier was Dunkles? Waren was Dunkles? Doch, hier draußen war es, ne? Militärischer Sektor. Ey, wir sind gerade an der Zone angekommen. Warte mal, ich wollte da noch nicht. Doch, müssen wir vielleicht. Der Betonstall sieht ziemlich schwach aus, aber immer noch viel zu stark, als dass ich ihn bewegen könnte. Radioaktive Substanz bewegt sich vermutlich durch diese Rohre. Vielleicht müssen wir da ran. Haben wir irgendwas zum Rankommen? Guck erstmal hier hinten weiter. Ein radioaktives Fass. Ich bleibe besser nicht zu lange in seiner Nähe. Okay, gehen wir zurück. Gerätelagerung. Da fehlt Strom. Muss elektrisch verriegelt sein. Wir brauchen auf alle Fälle eine Platine und einen Akkuhalter. Einen Akku haben wir. Standard-Akku. Jetzt brauchen wir bloß eine Platine. Festplatten haben wir hier hinten. Das sieht wie ein Motherboard aus. Okay. Wir brauchen noch eine Platine. Bube, Dame, höre ich oder so ähnlich ist der Mann, ne? Der auch irgendwie ganz stark weggebrochen ist, geistig. Es muss einen besseren Ort geben, um diese radioaktive Kiste zu lagern als hier drin. Ja, muss ich die jetzt mitnehmen? Nee. Okay, König, Dame, Ass. So, die haben hier Karten gespielt. Das ist gut, glaube ich. Wo habe ich diese Symbole schon mal gesehen? Ja, ich weiß. Aber ich brauche dazu noch einen Code. Ah.
Ja, was ist der König wert? Oh. Da ist irgendwas anderes. Da gibt es noch eine Übersetzungstabelle. Kopf macht mich fertig, aber ich habe das Gefühl, dass es wichtig ist, dies aufzuschreiben. Gegen 22 Uhr abends arbeitete ich an ein paar Dingen, die ich noch fertigstellen wollte, bevor ich ins Bett ging. Ich war zu dieser Zeit allein im Labor. Als sich die Tür hinter mir öffnete und als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer so spät noch wach war, eilte jemand in einen Schutzanzug auf mich zu. Ich taumelte zurück und fragte, was los sei, aber bevor er auch nur ein Wort sagen konnte, schwang er einen schweren Gegenstand auf mich und schlug mich bewusstlos. Einige Zeit später wachte ich auf, als mich ein Soldat schüttelte und sagte, dass wir unter einer Notevakuierung der Insel stehen. Er sagte, ich solle schnell alle Dokumente aufsammeln und mich dann in spätestens einer halben Stunde am Eingang zum Sektion 1 treffen. Als ich anfing, alles zusammenzupacken, bemerkte ich, dass eine der Eindämmungskammern zertrümmert war und das, was sich darin befand, nun fehlte. Was mich beunruhigt ist, dass dies die Kammer war, in der sich das Fragment befand, das kürzlich aus den Minen für weitere Tests hierher transportiert wurde. Ich nehme an, dass der Mann in dem Schutzanzug mich niedergeschlagen und das Fragment aus der Kammer gestohlen hat, was nicht sehr schwierig ist, wenn man bedenkt, dass das Fragment in diesem Moment ausgeschaltet war. Welchen Nutzen könnte er gehabt haben, um es zu stehlen? Ist er für das Chaos verantwortlich, das jetzt passiert? Okay, den Tacker können wir nicht gebrauchen. Okay, was waren... Habe ich dich fotografiert, ne? Warte mal. Nee. Okay, wir haben noch kein Symbol für... Für das Radioaktiv-Dings hier. So, was sagt die Zeit? Ah, noch 2, 3, 4, 5 Minuten. Oh, 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 oh. Eine tote Leiche. Oder auch nicht. Diese Tonne ist gefüllt mit alten, weggeworfenen Schutzanzügen. Ja, dann nimm doch einen mit. Lieber einen halben Schutzanzug als gar keinen. Molekulargewicht von Artefakt. Ein Jahr, kleiner ein Jahr, kleiner ein Tag, kleiner Sekunde. Stabiler, weniger stabil. Mhm. Okay, das lesen wir noch. Und dann. Flair Projektstatusbericht. Dieses Bericht wird kurz beschreiben, was wir über das Artefakt ab dem 14. November 96 wissen. Wir stellen eine Hypothese auf, die mit unserem fortgeschrittenen Verständnis der Kern- und Teilchenphysik übereinstimmt und viele der physikalischen Phänomene, die das Artefakt zeigt, erklärt. Modifikationen grundlegender physikalischer Gesetze könnten im Lichte neuerer Beobachtung notwendig sein. Das Artefakt, eine umgangssprachliche Bezeichnung für die, Quelle der Störung auf der bei Blabla gelegenen Insel, ist wahrscheinlich vor vielen Jahren aus dem tiefen Weltraum hervorgekommen. Obwohl das Alter nicht genau bekannt ist, ist es wahrscheinlich im Jahr 1865 als Meteor auf die Erde gefallen, basierend auf zahlreichen Augenzeugenberichten aus diesem Jahr. Seit das Flair-Projekt 77 mit der Messung der vom Artefakt ausgestrahlten Energie begonnen hat, sind die Leistungswerte stetig gestiegen. Daher hat sich das Hauptziel dieses Projekts im Laufe der Jahre geändert. Das ursprüngliche Ziel war vorerst, die Anomalie einzudämmen, dann herauszufinden, wie man die ausgestrahlte Energie nutzen kann, später, um es in eine militärische Waffe zu verwandeln und schließlich als Reaktion auf die steigenden Energiewerte es abzuschalten. Aktuelles Wissen. Soweit wir wissen, besteht das Artefakt aus einem superschweren Element, das schwerer ist als alle bisher bekannten Elemente, die synthetisiert wurden. Obwohl die Stabilität von superschweren Elementen mit zunehmender Ordnungszahl stark abnimmt, gibt es eine Ausnahme von dieser Regel, bei der Elemente mit Ordnungszahlen zwischen 108 und 125 bei bestimmten Isotopen als extrem stabil vorhergesagt werden. Wir vermuten daher, dass die Ordnungszahl dieses Elements irgendwo im Bereich von 108 bis 125 liegt und damit deutlich schwerer ist als die von Uran, das als Brennstoff in Kernreaktoren verwendet wird. Ordnungszahl 92. Genau, wenn nichts mehr geht, Militär.
Viele der ungewöhnlichen Eigenschaften des Artefakts sind daher eine Folge der superschweren und dennoch stabilen Natur des Elements. Hier ist eine Liste einiger seiner seltsamsten Eigenschaften. Aussenden von Strahlung durch ein neues theoretisches Partikel, das wir gerade erst zu untersuchen beginnen. Dieses neue Partikel erscheint für das große Auge dunkelrot, obwohl es nicht aus Licht besteht. Mit großem Aufwand wurde ein Gerät entwickelt, das diese Partikel messen kann. Das sind die Augen, die roten. Eine große Energieausstrahlung, die zwar über einen langen Zeitraum ansteigt, aber kurzfristig sehr stabil ist. Die Quelle dieses scheinbar unbegrenzten Energievorrats ist nicht bekannt, obwohl es einige Theorien darüber gibt, woher diese Energie stammt. Siehe Abschnitt weitere Theorien unten. Physikalische Objekte interagieren sehr selten mit der Anomalie, bei höheren Energiestufen jedoch, wie bei einem kurzen Energiestoß im Jahr 1985, war ein tiefes Grollen in der gesamten Forschungseinrichtung zu spüren, was auf einen Zusammenhang zwischen physischer Interaktion und Energieausgabe hindeutet. Obwohl physikalische Objekte nur selten mit dem Artefakt interagieren, scheinen Lebewesen immer zu verschwinden, wenn sie sich in der Nähe befinden. Wohin sie verschwinden, ist noch unbekannt. Der Ursprung des Artefakts, bevor es auf die Erde stürzte, ist nicht bekannt, aber die gängigste Theorie ist, dass durch ein extrem energiereiches Ereignis aus dem Weltall wie eine Supernova oder ein Gammastrahlenausbruch entstanden ist. Dies ist das wahrscheinlichste Postulat, da diese Hochenergieereignisse bekannt dafür sind, Spuren von schweren Elementen wie Uran zu erzeugen. Die Theorie der Entstehung durch eine außerirdische Intelligenz wurde ebenfalls ausführlich diskutiert und obwohl diese Theorie die am wenigsten populäre der beiden ist, wurde sie bisher nicht ausgeschlossen. Was die Quelle der Energieausstrahlung angeht, so ist eine mögliche Erklärung, dass das Artefakt als Tor zu einem anderen Ort im Weltraum fungiert, wie in der populären Wurmloch-Theorie. Das würde erklären, wie die Energie aus dem scheinbaren Nichts kommt. Vielleicht kommt diese einzigartige Strahlung nicht aus der Anomalie selbst, sondern von woanders her und das Artefakt ist einfach ein Tor, das die Energie von diesem anderen Ort durchleitet. Dies würde auch das Verschwinden der lebendigen Testsubjekte erklären, jedoch nicht, warum dieses Verschwinden nur bei Lebewesen auftritt. Diese neuen Erkenntnisse legen nahe, dass Änderungen an den aktuellen physikalischen Gesetzen vorgenommen werden müssen, um bestimmte Phänomene, die beobachtet wurden, zu erklären. Unser Verständnis des Artefakts ist größer als je zuvor, dennoch gibt es noch vieles, was wir im Moment nicht verstehen. Obwohl das Potenzial für Gutes sehr hoch ist, ist das Potenzial für Zerstörung genauso hoch, wenn nicht noch höher. Diese neuen Erkenntnisse zusätzlich zu dem kontinuierlichen Anstieg des Energieniveaus verstärken unser Bedürfnis nach einem sicheren Weg, um diese Anomalie abzuschalten. Wir schlagen dem Management dringend vor, dass wir uns voll und ganz auf das Abschalten der Anomalie konzentrieren sollten, anstatt sie zu einer Waffe zu machen. Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Fotos von verschiedenen Objekten. Gelb, gelb, gelb. 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 Alles gelb? Alles gelb. Oder blau. Gibt kein Blau. Hä? Na, dies ist Rotz. Ich glaube, da werden wir uns beim nächsten Mal einfach mal mit auseinandersetzen. Hier ist an der Stelle erstmal Feierabend für heute Abend. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen Abend voraussichtlich mit die zwei. Ne? Da geht es dann weiter mit It Takes Two. Zumindest habe ich aktuell nichts Gegenteiliges gehört. Also lassen wir uns mal überraschen. Schlaft gut, träumt was Schönes, habt eine schöne neue Woche und ja, bis dahin, euer Firefox.